90, 60, 90 Zentimeter. Das ist das Gardemaß, das die Mode uns Frauen diktiert, eigentlich kaum zu schaffen. Aber es gibt eine Europäerin, die ganz genau Maß hält, die Europalette. Sie wurde vor 50 Jahren eingeführt. Die zusammengenagelten Holzbretter stehen in jedem Supermarkt. Eine der größten Hersteller dieser Europaletten kommt übrigens aus Waldbröl. Die Herstellung wird scharf kontrolliert. Schauen Sie beim nächsten Einkauf im Supermarkt doch mal hin. Jede Palette hat ein europäisches Brandzeichen. ~1200 × ~844 mm ist das Maß aller Dinge für Palettenchef Jörg Kaspari. Kleinigkeiten sind verändert worden, aber solange ich jetzt hier im Geschäft bin, sieht sie eigentlich genau so aus. Gleiches Maß, die Lkw-Maße, die Hochregalläger, die Hubwagen. Das Maß 1200 × 800 mm ist ein Standardmaß in der Logistik. Natürlich nageln sie hier auch andere Paletten zusammen, größere, kleinere. Aber die Krone der Schöpfung im Transportwesen ist die genormte EPAL-Palette. Sie gibt Sicherheit und Orientierung. Länge dieses LKWs genau 9 EPAL-Paletten nebeneinander. Länge des Anhängers nochmal 9 Paletten. Kann ja nicht jeder LKW-Hersteller machen, was er will, und die Palettenhersteller schon mal gar nicht. Regelmäßig wird nämlich kontrolliert. Die Paletten müssen stramm stehen. Herr Schlömpe ist da, der Palettenkontrolleur. Unnachsichtig misst er nach, ob die Normen eingehalten werden. Es fährt okay. Alle Abstände und Brettlängen sind festgelegt und Toleranzen gibt es nur im Millimeterbereich. Sind Sie im Privatleben toleranter Mensch? Ja, kann man so sagen, ja, bin ich. Aber im Berufsleben geht das ja nicht, ne? Geht das leider nicht, weil eben halt die Qualität das doch voraussetzt, dass man da ganz genau nach den Vorschriften geht. Und da sollen wir auch keine Ausnahmen machen. Selbst die Nägel sind vorgeschrieben. Ringnagel, 90 mm mit aufgewalzter Oberfläche. Wo die drin sind, kann unten richtig was dran. In jeder Palette stecken 81 Nägel, dazu 11 Bretter und 9 Pressspanklötze. Gemeinsam sind sie stark wie ein Schwergewichtsheber. 1,5 Tonnen dürfen drauf, wenn sie abhebt. Und damit das bei jeder Palette so ist, müssen alle gleich gebaut werden. Rums-Rams, immer im Gleichtakt. Normbretter, Normnägel, Normabstände. Das Fichtenholz kommt zumeist aus Osteuropa, da ist es am billigsten. Die Rauchzeichen künden von der Fertigstellung. Das EPAL-Brandzeichen. Aber selbst das Brandzeichen wird von Palettenfälschern nachgemacht, denn sie sind begehrt, die Europaletten. Noch sauber machen und aus den paar Holzbrettern und einer Handvoll Nägel ist ein qualitätskontrolliertes Normprodukt geworden. Alle 7 Sekunden ein. Es ist meistens so, dass keiner diese industrielle Fertigung dahinter sieht. Man denkt, die würde mit einem paar Nägeln und einem Hammer zusammengenagelt, aber was alles da so hintersteckt, da machen sich die meisten kein Bild von. Wer weiß zum Beispiel, dass in den echten EPAL-Paletten zusätzlich diese kleine Klammer steckt als Beweismittel gegen die Fälscher. Eine Palette aus Betrieb 092, das ist Herr Kaspari, im Januar 2011 gebaut. Eine gefälschte Palette, die sieht übrigens so aus. Schiefe Bretter, unregelmäßige Klötze dazwischen. Sowas taugt aus Sicht von Herrn Kaspari nur noch zu einem. Ab in den Schredder. Das gibt Sägemehl für seine Heizkessel, um das Holz für neue, genormte, zertifizierte EPAL-Paletten zu trocknen. Die, die so viel aushalten. Schluss für heute. Die Autos und Paletten können wieder runter.